Hallo ihr Lieben, heute ein kleiner Kauftipp von mir. Ich bin auf die Limited Edition von P2 gestoßen, What a Girl's Want, zusammen mit der Reni, der Coco und der Lynn. Lynn und Coco fanden die ganze Sache nicht so spannend, was ich absolut nicht verstehen kann. Ich meine, gut, ich fand da auch nichts spannend außer den Nagellacken, aber die haben mich total mitgerissen. Reni und ich sind schier da vor diesem Display ausgerastet und haben dann die Nagellacke uns gekrallt. Und zwar haben die erstmal diese super süße Verpackung, diese Pünktchen. Oh, ich bin total verliebt in diese Verpackung. Das Einzige, was komisch ist, das sind solche Deckel zum Abnehmen. Ich drehe dann immer und drehe und bis ich dann merke, okay, du musst es abnehmen. Das ist bei beiden gleich, also das heißt nicht der eine Deckel kaputt oder so. Beide sind so. Es gibt drei Farben, es gibt noch ein dunkellila, aber ich habe mich dann irgendwie zusammengerissen und habe nur zwei mitgenommen. Ich glaube, einer kostet 2,25. Ich finde 1,95, 1,75 oder 1,55, was die Lacke sonst immer bei P2 kosten, hätten es auch getan. Diese kleine Preiserhöhung, keine Ahnung, was das soll. Aber die sind so schön. Da kann man auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. ja. ja, fangen wir mal an mit dem hier, der jetzt super in diese Jahreszeit passt. Das ist so ein Bärenweinrot, dunkelrot mit Schimmer. Der ist sehr schön. Also dieser Schimmer hat so einen lilanen, fliederfarbenen Unterton. Ganz, ganz seltsam. Auf jeden Fall habe ich euch den mal wieder auf meine bekannten Nagelräder aufgetragen. Und bevor jetzt wieder 1000 E-Mails kommen, die gibt es bei eBay. Nail Displays, Nail Wheels. Schaut mal auf www.fragdiegurus.de, Link in der Infobox. Da habe ich einen Beitrag dazu geschrieben, wie ihr an die Dinger rankommt. War einer der allerersten Beiträge auf diesem Blog. Und zwar ist es diese wunderhübsche Farbe hier. Ihr erkennt den Schimmer jetzt leider nicht so gut, aber es ist wirklich eine ganz tolle Farbe jetzt für diese Jahreszeit. Und ja, die wollte ich euch ans Herz legen, einfach weil die so super niedlich sind und einfach ganz toll aussehen. Aber ihr müsst das mal live angucken. Also geht mal zu Butni oder DM und da seht ihr das. Und die 02 Opulent, das ist... Splendid. Die ist noch toller. Ich finde sie jetzt nicht ganz so passend für diese Jahreszeit. Ich finde, sie passt mehr in den Frühling. Aber es ist ein ganz komisches Fliederlila mit einem ganz, ganz tollen Schimmer. Der hier deckt in einem Auftrag schon. Zwei sind perfekt. Der ist sehr, sehr durchsichtig. Sehr durchsichtig. Ich habe ihn jetzt mit drei Schichten aufgetragen. Hier. Schauen wir mal. Aber er wirkt immer noch nicht so ganz dolle. Also er ist immer noch sehr durchsichtig. Da würde ich empfehlen, einen drunter zu machen. Und zwar gibt es da einen ganz tollen von P2, der heißt Elegant. Der passt da super drunter. Den drunter, den drüber. Ich glaube, das sieht Bombe aus. Das werde ich demnächst ausprobieren, weil ich mich super in diese Farbe verliebt habe. Ja, ich finde, es ist mehr so eine Frühlingsfarbe, aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, so ein Eisprinzessin-Look, das ganze Gesicht so ganz hell, Kristall, schönes Make-up, dann passt dieser Lack bestimmt auch dazu. Ja, ich habe ein kleines Garfield-Pflaster, ich habe mich vorhin geschnitten und es brennt wie die Sau. Und jetzt habe ich so ein Garfield-Pflaster da drauf gemacht. Ja, falls ihr euch ein bisschen wundert, ich habe... Erkältung, keine Schweinegrippe. Alle, die mich hassen, ich mache weiterhin Videos. Ich werde nicht an der Schweinegrippe sterben. Entschuldigung. Ja, ich hoffe, mein kleiner Kauftipp hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir drunter schreibt, ob ihr die Lacke selber schon entdeckt habt, ob ihr davon was haben wollt, ob ihr die genauso toll findet wie ich. Und ja, was ist denn eure Lieblingsfarbe jetzt für den Herbst, für den Winter? Vielleicht finde ich ja noch eine, die ich noch nicht besitze. ja, tretet einfach ein bisschen in Kommunikation mit mir und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.